Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe seit Aktienfinder.net den Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier dreht sich nach wie vor ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Im letzten Video haben wir uns Kraft Heinz angeschaut, einen Nahrungsmittelkonzern. Da gab es neue Zahlen, die waren leider nicht gut und es gab auch noch andere schlechte Nachrichten. Und ich habe in diesem Zusammenhang gesagt gehabt, dass es meines Erachtens erfolgversprechendere Nahrungsmittelkonzerne gibt. Und wir gucken uns jetzt mal ein paar an. War auch der Wunsch, dass ich dieses Video mache und den komme ich gerne nach. Ich kann jetzt nicht alle Nahrungsmittelkonzerne hier durchgehen. Was wir machen, ist einfach mal beispielhaft von oben nach unten uns die größten anschauen und dann zeige ich mal, worauf ich so achte. Screenermäßig ist ja hier ein Aktienscreener und dann kann man vielleicht das selbst fortführen. Ein kleines Vorwort, warum Nahrungsmittelkonzerne so beliebt sind. Ich denke, da gibt es drei Gründe. Zum einen ist das Geschäftsmodell einfach nachvollziehbar. Wir sind ja alle Konsumenten, wir essen ja alle. Insofern kann man relativ gut die Produkte verstehen, die da hergestellt werden. Die Nahrungsmittelkonzerne gelten als krisenfest, also als nicht zyklisch, wobei es ja dennoch Trends unterworfen sind, wie beispielsweise den Trend zur gesunden Ernährung, wo ja Kraft Heinz jetzt auch Probleme hat. Und last not least, Dividendenzahler sind sie auch, und zwar gute Dividendenzahler, und das werden wir auch gleich sehen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in Aktienfinder. Ich habe bereits Vorarbeit geleistet und einen kleinen Merkzettel gemacht mit den ganzen Nahrungsmittelkonzernen. Und das muss ich jetzt noch anwenden hier. Und dann haben wir hier die ganzen Nahrungsmittelkonzerne mit Sektor Lebensmittel bezeichnet. Und es sind jetzt insgesamt 26 Stück hier. Wir können mal von oben nach unten gehen im Sinne der Marktkapitalisierung. Das heißt, wir holen uns mal die größten Konzerne nach oben. Der mit Abstand größte Konzern ist Nestlé. Der ist deutlich größer als die nächstfolgenden Konzerne. Und meine Idee wäre mal, dass wir uns einfach die ersten anschauen, zum Beispiel hier die ersten fünf angucken und da mal durchgehen. Wir haben übrigens den vierten, der ist Kraft Heinz. Und was vielleicht gleich auffällt, das ist das Ranking hier. Da ist Kraft Heinz, bekommt da auf satte 0 Punkte, während alle anderen wenigstens ein paar Punkte erringen. Dieses Ranking, das ist mein persönliches Ranking hier. Also das heißt privat sozusagen, ist meins. Und ich konzentriere mich hier ausschließlich auf das Gewinnwachstum, das ich durch den bilanzierten Gewinn und den operativen Cashflow quantifiziere. Und das macht es dann relativ deutlich, wie die Zahlen quasi zustande kommen hier. Und das ist ja auch die Philosophie vom Aktienfinder, langfristiges Gewinnwachstum sichtbar zu machen. Und das macht quasi jetzt diese Punktzahl für mich. Ich könnte auch noch andere Dinge mit berücksichtigen, Verschuldung, Dividende und so weiter. Aber dann ist nicht mehr ganz so klar, wie die Punktzahl zustande kommt, obwohl es ja hier ein Ranking gibt. Und in dem Ranking, also in dem Ranking, im Ranking-Detail, und da sieht man dann genau, welches Kriterium wie erreicht wird. Aber da muss man jedes Mal hier runtergehen. Und ich habe mittlerweile so viel Übung, dass ich hier einfach nur drauf gucken muss und dann kann ich mir schon ein Urteil erlauben. Und da ist schon für mich das Wesentliche. Und ich sag mal, wenn das nicht stimmt, dann mache ich ja gar nicht weiter mit der Aktie. Das heißt, wenn die Punktzahl hier nicht stimmt und das mir nicht gefällt, dann gucke ich sie nicht weiter an. Wenn es mir gefällt, dann grabe ich noch tiefer. Ja. Aber das mache ich dann ohne das Ranking. Wenn wir uns jetzt mal von oben nach unten durcharbeiten, dann gucken wir uns erstmal Nestlé an. Wir haben hier mit dem blauen Hintergrund dividendenbasierte Kennzahlen. Da machen wir hier dann auch einen Schnitt. Also wir gehen hier nicht durch alle Kennzahlen durch. Das wäre zu lang. Wir gucken uns dann dafür hier die Charts an und dann erzähle ich das, was ich für wichtig achte. Nestlé hat eine Dividendenrendite von ungefähr 2,6% und ein Payout-Ratio zwischen 65 und 70%, je nachdem, ob man den Free Cashflow oder den bilanzierten Gewinn nimmt, ist also meines Erachtens okay. Was schön ist auch, oder was mir nicht so wichtig ist, aber was vielen Dividendeninvestoren wichtig ist, ist die Dividendenhistorie hier. Mit haben wir 33 Jahre nicht gesenkt und in 3 Jahren wird Nestlé voraussichtlich auch ein Dividendenaristokrat sein. Das Wachstum der Dividende, das nimmt ab hier. Wir sehen auf die letzten 10 Jahre im jährlichen Mittel noch 6% Wachstum gehabt und auf die letzten 5 Jahre nur noch 2,2%. Das heißt, da hat es offensichtlich schon geklemmt. Das werden wir auch noch gleich beim Umsatz sehen. Es soll jetzt aber wieder stärker aufwärts gehen. Laut Analystenschätzung 11% Dividendenerhöhung aufs laufende Geschäftsjahr bezogen. Gucken wir uns mal das im Detail an. Und dann sehen wir hier,
dass insgesamt langfristig gesehen wir hier schon steigende Gewinne haben, steigende operative Cashflows, den Free Cashflow machen wir auch mal rein. Wir sehen ja, dass bei der Dividende gedeckt ist. Das ist ja im Prinzip das, was das Payout Ratio auch sagt. Was fast noch wichtiger ist, oder für mich wichtig ist, das ist der Blick hier, also diese Grafik. Und da sehen wir, dass wir hier sehr stabile Margen haben. Das ist gut. Also jetzt knapp 17% sogar. Das ist relativ hoch. Also leicht gestiegene Margen. Also Nestlé hat sich auf Effizienz quasi getrimmt, sieht man hier. Was, das ist gut. Was nicht so gut ist, das sind eben die stagnierenden Umsätze. Allgemein muss man insbesondere bei Nahrungsmittelkonzernen immer ein bisschen aufpassen mit den Umsätzen hier, weil die haben Dutzende oder Hunderte sogar von Marken unter sich und da gibt es immer Zukäufe und Verkäufe und das heißt, dann sinken immer nicht organisch die Umsätze beziehungsweise sie steigen. Wenn das je stärker hier da mal nach oben oder nach unten der Umsatz geht, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass hier dann irgendwelche Käufe oder Verkäufe ausschlaggebend waren. Nichtsdestotrotz, in den letzten Jahren sehen wir hier eine stagnierende Entwicklung. Wenn man die Prognosen glauben darf, soll es jetzt dann wieder stärker aufwärts gehen beim Umsatz und auch beim Gewinn und operativen Cashflow pro Aktie. Ist also insgesamt, würde ich sagen, Nestlé ist ein solides Investment, aber ist jetzt nicht die Firma, wo man großes Wachstum und auch große Kursgewinne erwarten darf. Apropos Kursgewinne, gucken wir mal noch kurz auf den fairen Wert. Das wäre hier. Da sehen wir, dass Nestlé jetzt eine kleine Kursrallye hinter sich hat und dass Nestlé bereits ja relativ sportlich bewertet ist. Wir haben hier ein Fair Value zwischen 75, nicht zwischen 72,5 und 75 ungefähr Euro. Relativ einheitlich, das ist immer ein gutes Zeichen. Dann ist die Aktie relativ gut zu bewerten. Haben allerdings einen Kurs von 91 Schweizer Franken. Also ich habe mich vertan. Der faire Wert ist bei 72,5 bis knapp 75 Schweizer Franken, nicht Euro. Und der Kurs ist 91 Euro, Schweizer Franken. Ja, sehr kompliziert, die beiden Währungen auseinanderzuhalten. Wir haben hier also eine Überbewertung und die kommt, weil der Kursanstieg scheint eine Vorwegnahme zu sein der positiven Analystenschätzung, also der positiven Zukunftsaussichten. Sieht man hier, dann würde entsprechend auch der faire Wert relativ stark ansteigen und spätestens in 2 Jahren wäre die Aktie dann fair bewertet bzw. schon leicht unterbewertet. Aber dafür muss es halt so kommen, wie prognostiziert. Da ist also nicht mehr viel zu erwarten, was Kursgewinne angeht. Das sollte dann eher ein solides Dividendeninvestment sein, wenn man in Nestlé investiert. Dann als nächstes gucken wir uns Mondelez an. Wir haben hier 2% Dividendenrendite, also deutlich, also schon ein halbes Prozent gut weniger als bei Nestlé. Dafür moderatere Ausschüttungsquoten, die sind niedriger. Dividendenhistorie ist noch nicht so lang, ist auch kein Wunder, gibt es nämlich erst seit 2012, wenn ich mich richtig erinnere, Mondelez, hervorgegangen aus einem Spin-off von Altria. Da darf man nichts drauf geben auf den negativen Zuwachs, weil das komme ich noch, das zeige ich noch drauf. Die Daten sind mit Vorsicht zu genießen vor 2012. Das hier kann man, da kann man eher drauf gehen. Und zwar haben wir 13% jährliches Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre bezogen. Das ist schon recht ordentlich. Schlägt also Nestlé ganz deutlich. Und das Wachstum soll auch weiter fortgesetzt werden, wenn auch in minderem Maße. Gucken wir uns mal hier das Ganze an. Also ab 2013 im Prinzip gibt es Nestlé tatsächlich komplett. Nestlé, Mondelez gibt es komplett über das ganze Geschäftsjahr. Und also hier quasi. Und warum die Umsätze hier nochmal gesunken sind, kann ich nicht sagen. Das entzieht sich meiner Erkenntnis. Wir sehen hier nicht ganz so stabile Margen, aber tendenziell auch positiv. Und hier in den letzten Jahren sehen wir aber auch eine Stagnation der Umsätze, analog zu Nestlé. Und dann soll es etwas positiver wieder nach oben gehen und die operativen Margen sollen noch etwas steigen. Wir haben hier die Dividenden. Da war der Free Cashflow mal negativ, zoomen wir mal rein. Wir haben hier die Dividenden, die nicht in Gefahr sind, sodass wir eben diese 8% weitere Dividendenerhöhung im jährlichen Mittel, was prognostiziert ist, durchaus erwarten können. Was die Bewertung angeht, da sehen wir hier, dass ähnlich wie Nestlé momentan Mondelez relativ teuer ist und der faire Wert am bilanzierten Gewinn gemessen, der schlägt ziemlich aus, deshalb würde ich den wegmachen, sodass wir hier noch den fairen Wert anhand des operativen Cashflows und der Dividende haben. Und da wäre jetzt Mondelez auch relativ sportlich bewertet, sodass auch hier erst in einigen Jahren dann
der faire Wert erreicht wird, wenn das Wachstum stimmt. Auch bei Mondelez ist also jetzt nicht damit zu rechnen, dass man hier noch große Kursgewinne erzielen wird. Gucken wir uns mal Danone an, die haben ja das höchste Ranking. Außerdem haben die auch das höchste Dividenden, die höchste Dividendenrendite mit 2,8%. Auch ein relativ moderates Payout-Ratio hier mit 45 und 55% knapp. Und auch eine Dividendenhistorie, 17 Jahre die Dividende nicht gesenkt, aber immer mal wieder nur in Anführungszeichen konstant gehalten. Und das Wachstum hier zwischen 5 und 7% und geschätzt angeblich Wachstum von 9% ist soweit ja ganz ordentlich. Wenn wir hier mal ein bisschen runterscrollen und hier auch operative Marge Umsatz angucken, dann gefällt mir hier, dass in den letzten Jahren wir hier keine Stagnation hatten, sondern dass wir hier tatsächlich ein Umsatzwachstum bekommen haben. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das durch Zukäufe gekommen ist, also wie sich das aufteilt mit Beziehung zwischen Zukäufen und organischem Wachstum, aber immerhin, wir haben hier ein Wachstum gehabt und die Margen, die sind etwas niedriger als bei der Konkurrenz, habe ich jetzt also niedriger als bei Nestlé, sind aber auch leicht steigend. Wäre jetzt also für mich erstmal kein Grund zur Beunruhigung. Hier das Ganze dann eben nochmal auf Pro-Aktien-Basis und hier dann sehen wir die Dividende, die hier konstant geblieben ist während der Finanzkrise 1,20 und dann 2013, 2014 auch nochmal konstant geblieben ist, ansonsten aber immer erhöht wurde. Und wir sehen dann hier auch die Dividendenrendite, wie die dann anziehen soll. 2,8%, da würde man einsteigen. Und dann hätten wir hier 3,1, 3,3, 3,6% angeblich, wenn es so läuft, wie erhofft. Das halte ich auch erstmal für relativ plausibel, dass es so kommen wird. Wenn wir uns hier dann den fairen Wert angucken, im Gegensatz zu Nestlé und Mondelez, da die Aktien sind ja dann relativ gut gelaufen und auf beziehungsweise auch bewertet. Das Danone ist jetzt noch relativ ja, moderat bewertet in dem Vergleich mit 67 Euro. Und einem fairen Wert, der irgendwo schwankt, zwischen 65 und 84 Euro. Relativ große Spanne, aber wir sehen hier insgesamt, dass die Bewertung moderater scheint, als es eben bei den anderen beiden Aktien der Fall ist. Kraft Heinz wird die nächste Aktie. Ich denke, da gab es ein extra Video zu, da müssen wir auch nicht viel zu sagen. Aus meiner Sicht jetzt kein Kauf, dann gehen wir mal noch direkt zu General Mills. Die haben immerhin noch eine Marktkapitalisierung von 24 Milliarden. Da kommen wir dann in Bereiche, wo es dann relativ viele Unternehmen gibt von der Marktkapitalisierung her. Haben eine Dividendenrendite von 4,2%, also relativ ordentlich, deutlich höher als die drei hier. Und Payout-Ratios, die aber schon gemessen am bilanzierten Gewinn relativ hoch sind, 76%. Gemessen am Free Cashflow relativ niedrig. Normalerweise ist es oft umgekehrt, dass der Free Cashflow niedriger ist als der bilanzierte Gewinn und dass deshalb dann der Payout Ratio gemessen am Free Cashflow höher ist. Hier ist es umgekehrt, ist interessant. Wir haben auch eine sehr lange Dividendenhistorie bei General Mills, 14 Jahre Steigerung am Stück, 30 Jahre lang immerhin nicht gesenkt. Was wir hier sehen, ist ein abflachendes Wachstum der Dividende. Bezogen auf die letzten 10 Jahre im Schnitt um 9% knapp, dann auf die letzten 5 Jahre im jährlichen Mittel noch 5% und geschätzt jetzt quasi nur noch eine symbolische Dividendenerhöhung. Gucken wir uns das Ganze mal an. Dann sehen wir hier erstmal sinkende Umsätze sogar und relativ stabile Margen, sage ich mal. Ich kann mich daran erinnern, dass das Management enttäuscht hat. Die haben relativ viel versprochen vom Markt in China, was nicht eingehalten wurde. Die haben auch Probleme jetzt nach wie vor in ihrem Heimatmarkt USA. Das sind rückläufige Umsätze, analog zu Kraft Foods. Und die haben auch ein Zuckerproblem. Das heißt, sie kommen mit dem Trend zu gesünderen Nahrungsmitteln auch nicht so ganz hinterher, beziehungsweise hatten da Probleme, auch im Joghurtbereich kann ich mich noch gut daran erinnern, was dann eben auch dazu geführt hat, dass die Umsätze beziehungsweise auch die Gewinne pro Aktie sogar stagnierten hier von 2013 bis aktuell. Letzter Stand hat sich jetzt nichts getan, auch beim operativen Cashflow hat sich wenig getan. Der Free Cashflow ist interessant, der fällt höher aus als der bilanzierte Gewinn. Vielleicht investieren die jetzt zu wenig, weiß ich nicht genau. Was General Mills geschafft hat, im Gegensatz zu Kraft Heinz, das ist jetzt eine Übernahme. Kraft Heinz hat sich an Unilever die Zähne ausgebissen und
General Mills hat jetzt Blue Buffalo gekauft und kann dadurch die Umsätze dann, also nicht organisch, sondern durch Zukäufe in die Höhe treiben. Blue Buffalo, das ist ein Nahrungsmittelhersteller für Hunde, also die machen Tierfutter. Das hat jetzt bei mir nicht spontan für Begeisterung gesorgt. Ich kann mich dann noch an Patterson Companies erinnern, die hatten auch Tiernahrung zu medizinischen Instrumenten im Zahnbereich. Hat er nicht so gut zusammengepasst. Entsprechend ist die Aktie dann auch relativ stark unter die Räder gekommen, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Und dann gucken wir uns einfach nochmal an, wie hier die Bewertung ist. Wir sehen, dass die Dividendenrendite in den letzten 12 Monaten relativ stark schwankt. Das ist schon ein starkes Indiz dafür, dass der Kurs auch stark schwankt, denn die Dividende bewegt sich ja kaum, aber die Kurse bewegen sich relativ stark. Und man hat in den letzten 12 Monaten, als der Kurs am Boden lag, hätte man General Mills einsammeln können mit einer Dividendenrendite von 5,34%. Momentan gibt es noch 4,2% und beim Hoch gab es nur 3, knapp 5%. Wenn wir hier uns das hier mal angucken, dann sehen wir, dass die Aktie, je nachdem, welchen Maßstab man nimmt, entweder fair bewertet ist oder unterbewertet ist. Also anhand des bilanzierten Gewinns wäre die Aktie jetzt fair bewertet, anhand des operativen Cashflows wäre sie unterbewertet. Hier muss man allerdings sehen, dass der operative Cashflow abnehmen soll, laut Schätzung, während der bilanzierte Gewinn steigen soll. Die nähern sich quasi an. Das heißt, wenn wir hier jetzt weitergehen, dann sehen wir, dass die Aktie quasi aufs laufende Geschäftsjahr bezogen ganz leicht unterbewertet ist. Kurs ist 46,60. Fairer Wert wäre irgendwo bei 49 US-Dollar, nur bezogen auf die Dividende wäre er höher, weil wir eben deutlich mehr Dividende kriegen, sieht man hier, als in der Vergangenheit. Denn die Fair Value Dividende würde ich dann aber nicht nehmen, dann würde ich wirklich mich hier dran orientieren. Also General Mills sieht schon nicht teuer aus, eher relativ günstig bewertet. Ist halt ein, sag jetzt mal, Soft Turnaround Kandidat im Gegensatz zu Kraft Heinz, das wäre ein Hardcore Turnaround Kandidat. Man muss also schon sich mit General Mills, bevor man die Aktie kauft, nochmal ein bisschen beschäftigen und dann auch dran glauben, dass wirklich die Umsätze und Margen und Gewinne entsprechend so wachsen, wie man sich das vorstellt, hier aber auch bei den Analysten. Das wären jetzt mal die ersten 5 Aktien gewesen, die wir jetzt einfach mal durchgegangen sind. Na gut, Kraft Heinz in Anführungszeichen, die haben wir ja eigentlich unterschlagen. Ich hoffe, das hat so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, wie ich so im Schnelldurchmarsch durchgehe. Ich würde mir dann auch noch die Schulden angucken und so weiter. Das habe ich jetzt einfach mal weggelassen, damit das Video jetzt nicht zu lang wird. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.